Ja, auch von meiner Seite ein gutes neues Jahr Ihnen allen. Ja, ein Jahr Schwarz-Grün in der Neuauflage. Eigentlich reden wir über 6 Jahre Schwarz-Grün, aber ein Jahr jetzt seit die Regierung im Amt ist. Vor einem Jahr haben sich ja die Grünen und Tarek Al-Wazir gefreut. So grün war Hessen noch nie. Und in der Tat gab es ja erhebliche Verschiebungen, die die Grünen sowohl im Parlament als auch in der Landesregierung enorm gestärkt haben, wo man ja hätte denken können, dass es sich in der Politik auch ein bisschen widerspiegelt und im Koalitionsvertrag. Nach einem Jahr müssen wir eigentlich feststellen, man merkt es nicht wirklich, dass die Grünen derartig gestärkt sind durch diese Landtagswahl. Wir stellen fest, dass die soziale Ungleichheit in Hessen weiter zunimmt, dass die Armut stark gestiegen ist, das hat ja auch der Bericht des Paritätischen im letzten Jahr noch mal gezeigt, dass die Verkehrswende und die Energiewende verschleppt werden, dass es einen enormen Lehrermangel gibt, dass wir in Hessen das höchste Defizit am bezahlbaren Wohnraum in aller Flächenländer haben und dass wir es mit einer unterfinanzierten Infrastruktur und Kommunen zu tun haben. Und wir wollen ein paar anhand dieser Bereiche ein bisschen deutlich machen, wie wir ein Jahr Schwarz-Grün bewerten. Ja, und beginnen möchte ich mit der größten Fehlbesetzung im Kabinett. Das ist zweifelsohne Innenminister Beuth, der sowohl in der Frage Aufklärung von rechtem Terror, rechter Gewalt eine ganz schlimme Rolle gespielt hat. Ich will daran erinnern an die Debatte, die uns ja schon zu Beginn dieser Wahlperiode und zum Ende der letzten Wahlperiode beschäftigt hat, nämlich die Frage NSU 2.0, also die Bedrohung gegen Seda Başayıldız, die Nichtinformation des Parlaments, was sich ja auch dann bis letztes Jahr gezogen hat, dass wir im Wesentlichen alles über die Zeitungen erfahren haben, über die Presse erfahren haben und überhaupt nicht vom Innenminister. Das knüpft nahtlos an eben an den ganzen Umgang mit dem NSU-Komplex, wo eben über Jahre hinweg versucht wurde, die Landesämter für Verfassungsschutz zu schützen und die Fehler zu vertuschen, statt sie aufzuarbeiten. Ich erinnere daran, dass wir über bis zu 38 Polizeibeamte geredet haben, gegen die ermittelt wurde, wegen rechter Umtriebe. Auch das eine Fragestellung, die wir vom Innenminister selber eigentlich nicht erfahren haben, sondern wo man immer nur, wenn es Presseberichte gab, im Innenausschuss nachfragen musste, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Wir haben natürlich erlebt den furchtbaren Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke, durch zwei dem Landesamt für Verfassungsschutz bekannte Neonazis. Sie wissen das, wir haben 2015 im MNSU-Untersuchungsausschuss mit einem Beweisantrag nach Stefan Ernst gefragt. Wir haben in einer damals geheimen Sitzung zu der Person gefragt, die Mitarbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz. Wir wollten Informationen auch über seine Gefährlichkeit haben. Sie wissen, dass dem Untersuchungsausschuss damals die Akte über Stefan Ernst nicht geliefert wurde. Warum? Die Frage ist offen, die ist aus unserer Sicht nicht beantwortet, warum diese Akte, die natürlich vom Einsetzungsbeschluss eben auch erfasst gewesen wäre, nicht geliefert wurde. Und das und anderes lässt natürlich auch die Frage, welche Rolle hat der Andreas Temme in diesem Zusammenhang gespielt. All das zeigt natürlich, dass wir einen neuen Untersuchungsausschuss brauchen. Einen Untersuchungsausschuss, der sich eben mit der Frage beschäftigt, warum ist Stefan Ernst aus dem Visier des Landesamtes für Verfassungsschutz geraten? Warum hat man ihn für abgekühlt gehalten? Warum glaubte man, dass er ein bürgerliches Leben führen würde, trotz der Straftaten, die begangen hat? Und welche Abläufe gab es da im Landesamt für Verfassungsschutz? All das, denke ich, muss ein neuer Untersuchungsausschuss klären. Und da geht es natürlich auch um die Frage, gibt es einen Zusammenhang zum NSU? Weil wir sind ja auf den Namen Stefan Ernst auch deshalb gestoßen, weil wir ja uns angeschaut haben, wer kann 2006 zum Unterstützungsumfeld des NSU in Kassel vor Ort bei der Vorbereitung des Mordes an Halit Yozgat gehört haben. Und das aufzuarbeiten, denke ich, ist eine Aufgabe eines neuen Untersuchungsausschusses, der dringend eingesetzt werden muss. Ich will auch darauf hinweisen, dass dieser Innenminister statt eben die Gefahr von rechts ernst zu nehmen, statt hier
die Gefahr von rechts zu bekämpfen, eher Debatten auch in der Innenministerkonferenz über absurde Forderungen wie Gefängnisstrafen für Pyros, für das Abbrennen von Pyrotechnik vorangebracht hat. Wir ja jetzt gerade erleben, dass es eine Kampagne gegen Linksextremismus gibt, die sich ja aufgeklärt statt autonom nennt, die jetzt, wo jetzt Materialien an die Schulen verteilt werden, wo man sich angesichts der Gefahr, die gerade von rechts ausgeht, so ein bisschen fragt, in welchem Paralleluniversum dieser Innenminister eigentlich lebt und wie er die Bedrohungslagen eigentlich einschätzt. Und ich finde, also statt zum Beispiel der Innenministerkonferenz frühzeitig sich dafür einzusetzen, dass es ein Verbot zum Beispiel von Comet 18 gegeben gibt, dass man wirklich diese militanten Neonazi-Strukturen verbietet, eben Debatten zu führen über Linksextremismus, über Pyrotechnik, die Kriminalisierung von Fußballfans, also alles das zeigt, dass die Prioritäten dieses Innenministers offensichtlich völlig verschoben sind. Das zeigt sich auch beim Thema Flüchtlinge und beim Thema Abschiebung. Wir haben ja in Hessen, da haben wir ja auch im letzten Plenum durch eine große Anfrage der Linken drüber diskutiert, den Abschiebeknast in Darmstadt-Eberstadt. Es finden ja weiterhin Abschiebungen statt nach Afghanistan. Es finden weiterhin sind auch Kurdinnen und Kurden von Abschiebungen bedroht. Und dass insbesondere die Grünen das so mittragen. Bei der CDU ist es wenig verwunderlich. Das ist schon ein Armutszeugnis. Ich habe vor kurzem in der Anstalt im ZDF gehört über die Grünen. Sie haben starke Überzeugungen, aber es ist immer was dazwischen. Und den Eindruck hat man hier in Hessen auch an vielen Stellen, dass von dem, was mal im grünen Wahlprogramm drin stand, sehr viel eben dann auch scheitert. Oder überhaupt nicht drum gekämpft wird, das gegen die CDU durchzusetzen. Und deswegen glauben wir, dass Peter Beuth untragbar ist als Innenminister. Ich will jetzt nur an das Aktuellste erinnern, der Gesetzentwurf, der vorsieht, dass es ermöglicht wird, Ausländerbeiräte abzuschaffen, was ja auch auf zu Recht große Kritik und Empörung bei den Ausländerbeiräten gestoßen ist, mit absurden Argumenten, wie die Wahlbeteiligung ist zu gering. Ja, kann man sich ja die eine oder andere Landratswahl mal anschauen, wie hoch da die Wahlbeteiligung ist. Oder mit dem Argument, es gäbe an einigen Orten ja nur eine Liste, die zu wählen ist und damit sei es keine richtige Wahl. Wir wissen, dass es an vielen Orten auch nur einen Bürgermeisterkandidaten gibt, der zur Wahl steht. Deswegen ist es natürlich trotzdem eine Wahl. Also von daher ist gerade diese Abschaffung, die geplante Abschaffung der Ausländerbeiräte auch wieder ein Indiz dafür, dass dieser Innenminister einfach überhaupt nicht tragbar ist. Und dass die CDU ihn schützt und sich vor ihn stellt, ist wenig verwunderlich, dass die Grünen diesen Innenminister ja derartig verteidigen, immer wieder bei dem Versagen im Kampf gegen rechts, genauso wie bei all diesen anderen Fragen, halten wir für grundfalsch. Ich will zum Thema Klimaschutz was sagen, weil hier haben wir ja zwei grüne Minister, die grundsätzlich zuständig sind für diesen Bereich. Die Energiewende in Hessen sieht derzeit so aus, dass es ganze vier neue Windräder in Hessen im Jahr 2019 gegeben hat, gebaut wurden. Das ist der vorletzte Platz bundesweit, nur das Saarland ist schlechter. Da kann man, glaube ich, sagen, so schwarz war grün noch nie. Also diese Klimabilanz, diesen Ausbau der Windkraft, das hätte die FDP auch nicht besser hinbekommen, den so zu verschleppen und zu verzögern. Und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass das Land die Klimaziele nicht einhält, dass das Land die Klimaziele verfehlt. Das hat die Umweltministerin ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres nochmal dann auch eingeräumt, dass man statt der 30% Rückgang der Emissionen bis 2020 nicht mal 20% schafft. Und das kommt eben daher, dass man eben die Energiewende nicht konkret umsetzt. Das hat sicher auch viele bundespolitische Ursachen, aber es gibt eben auch Dinge, die hier im Land den Ausbau der Windenergie ganz massiv behindern. Und das zeigt ja auch, dass Hessen eben im bundesweiten Vergleich ganz weit hinten ist. Natürlich ist auch das Thema Verkehr, was ja in Hessen 40% des CO2-Ausstoßes, der Anteil 40% am CO2-Ausstoß ist, die Verkehr und Verkehrswende ein Thema, wo viel zu wenig passiert, es viel zu wenig Investitionen gibt. Wir PR-Aktionen haben zur Einweihung von Bürgerbussen, die einfach kein verlässliches ÖPNV-Angebot sind, statt eben auch im ländlichen Raum dafür zu sorgen, dass wir eine verlässliche Anbindung haben. Und natürlich das Thema Flughafen, wo der Ausbau voranschreitet, wo im Wesentlichen unter dieser Landesregierung oder schon unter der letzten schwarz-grünen Koalition im Wesentlichen nur Placebos
es nur Placebos gab mit den Lärmpausen, mit einem mit einer Lärmobergrenze, die dazu führt, dass es noch deutlich lauter werden kann. Also faktisch überhaupt keine Entlastung für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner, sondern eine Ausweitung des Flugverkehrs, eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen am Frankfurter Flughafen durch das durch Billigflieger wie Ryanair, die ja insgesamt auch auf die Preise drücken. Ein allerletztes Thema möchte ich noch ansprechen, das ist das Thema Bildung. Wir haben einen eklatanten Lehrermangel in Hessen. Wir haben ja immer wieder auch gefragt, die Opposition hat ja immer wieder beim Kultusministerium nachgefragt zum Thema Unterrichtsausfall, wo ja der Kultusminister wahlweise sagte, es gibt in Hessen keinen Unterrichtsausfall, aber leider haben wir keine Zahlen, weil wir das gar nicht erfassen. Also es ist eine etwas widersprüchliche Aussage. Wir kriegen immer wieder mit, dass es die Überlastungen gibt von Lehrkräften, die ja auch Überlastungsanzeigen machen. Und das heißt also, das Thema Lehrermangel ist ein großes Thema leider in Hessen, weil man eben einfach eine groteske Fehlplanung da gemacht hat und sich viel zu lange davon geredet hat, es gebe die demografische Rendite und die Schülerzahlen würden zurückgehen, was so eben nicht der Fall war. Wir reden über marode Schulgebäude, da kann das Land natürlich sagen, sind alles die Kommunen für zuständig, aber bei der finanziellen Ausstattung der Kommunen ist natürlich klar, dass die Kommunen diesen Investitionsstau, den wir in vielen Städten haben und der sich ja teilweise auf dreistellige Millionenbeträge summiert, überhaupt nicht alleine aufbringen können. Ja, an den Hochschulen haben wir nach wie vor eine Situation, dass wir ein Ausmaß an prekärer Beschäftigung haben, das überhaupt nicht akzeptabel ist. Das steht jetzt schon zum zweiten Mal im Koalitionsvertrag, dass das ein Problem ist. Aber geändert hat sich daran nichts und daran wird sich natürlich auch noch was ändern, wenn man die Grundfinanzierung der Hochschulen so verbessert, dass sie auch langfristig planen kann. Von daher, ich will an der Stelle zum Schluss kommen. Ich glaube, man kann ein bisschen festhalten, viel PR über die angeblichen Großtaten der Landesregierung erleben wir. Aber bei den politischen Problemen tut sich sehr wenig, sowohl was das Thema soziale Gerechtigkeit als auch Investitionsstau angeht. Und damit übergebe ich an dich. Mhm. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal ein schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen allen. Also blickt man auf die drängenden sozialen Probleme im Lande Hessen, dann stellt man doch fest, dass es eine eklatante Lücke gibt, eine eklatante Lücke zwischen der Selbstzufriedenheit der schwarz-grünen Landesregierung einerseits und dem Ausmaß von sozialen Problemen, die wir hier in Hessen haben. Ich möchte das nochmal anhand von drei Themenfeldern vertiefen. Das eine ist, und das darüber besteht ja mittlerweile alle politischen Lager hinweg durchaus eine gewisse Einigkeit, dass wir in Hessens Groß- und mittleren Städten eine umfassende Wohnungskrise haben. Die schwarz-grüne Landesregierung, die auch erklärt, ja, es gibt ein Problem in Sachen bezahlbarem Wohnraum, weigert sich aber dennoch beharrlich wirksame Mittel gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, gegen Mietenwahnsinn und gegen Verdrängung zu ergreifen. Ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung ist vom Hessischen Landtag mit schwarz-grüner Mehrheit abgelehnt worden. Der Abwärtstrend beim sozialen Wohnungsbau geht ungebremst weiter. Es fallen nach wie vor deutlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als dass neue gebaut werden und die Mieten in Hessen explodieren in dramatischer Art und Weise. Jetzt gerade diese Tage hat noch mal eine kleine Anfrage von uns belegt, dass in den letzten 10 Jahren die Mieten in Hessen massiv gestiegen sind. Schaut man auf diesen Zeitraum, da ist immerhin CDU sowieso die ganze Zeit an der Regierung, die Grünen seit 6 Jahren auch mit dabei. Und in diesem Zeitraum sind die Mieten, die Angebotsmieten, fast um die Hälfte gestiegen. Die Bestandsmieten allein in den letzten 4 Jahren um 25% gestiegen und die Mietbelastungsquote liegt mittlerweile bei durchschnittlich 28% in Hessen. Da sind wir sehr nah dran an der in der Fachwelt diskutierten Schwelle von 30%, die man vom verfügbaren Einkommen für die Mieter ausgeben sollte. Damit hat Hessen leider traurigerweise einen Spitzenplatz bei den Flächenländern, liegt nämlich gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich auf Platz 2. Das heißt, man muss in Hessen einen hohen Anteil als Mieter für die Miete ausgeben. Die schwarz-grüne Wohnungspolitik, die ja wesentlich verantwortet wird von einem grünen Wohnungsminister, besteht dann zwar aus vielen Bekenntnissen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Für die Mieterinnen und Mietern ist sie aber nach 6 Jahren
Schwarz-Grün und auch einem Jahr mit einem neuen grünen Wohnungsminister eher eine Horrorbilanz. Es wird zwar manches angekündigt, weniges angegangen, aber am Ende wird vieles Wichtiges blockiert. Diskussionen, die in anderen Bundesländern viele Mieterinnen und Mieter bewegen, wie der Mietendeckel, werden von Schwarz-Grün ja schon im Keim erstickt, also nicht aufgegriffen. Ein anderes Themenfeld ist die Situation, die wir haben, wie mit dem hessischen Landeshaushalt umgegangen wurde. Meine Kollegin hat ja schon darauf hingewiesen, was wir einen Investitionsstau in Hessen haben. Der macht sich fest an den Schulgebäuden. Da ist die Landesregierung ja nicht mal in der Lage, einen Überblick sich zu verschaffen, wie hoch der Investitionsstau in Hessens Schulen überhaupt ist. Wir haben darauf, ist von Seiten der kommunalen Familie ja nochmal hingewiesen, absolut unzureichende Investitionen in Krankenhäusern. Wir haben einen erheblichen Bedarf, Stichwort Verkehrswende, im Ausbau mit öffentlichem Nahverkehr und auch langsames Internet ist nach wie vor bittere Realität für viele Menschen in Teilen unseres Landes. Und statt jetzt die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen für Investitionen, für Schulen, für Wohnungen, für ÖPNV, für erneuerbare Energien und vieles mehr, hält sich in Hessen hartnäckig das Dogma von der schwarzen Null. Und damit hinkt man in Hessen unter Schwarz-Grün auch meilenweit hinter einer bundesweiten Debatte hinterher, in der ja selbst Vertreter der Wirtschaft eine Abkehr von der schwarzen Null fordern. Die Grünen im Bund sowieso, nur hier in Hessen hat sich das quasi noch nicht durchgesetzt. Und was in der Haushaltspolitik ja ohnehin immer wieder anzumerken ist, Schwarz-Grün hat ja selbst alle Vorhaben, die man sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, unter Finanzierungsvorbehalt gestellt, sodass sowieso auch unklar bleibt, was sie denn davon überhaupt noch weiter umsetzen wollen. Man muss auch noch mal beim Stichwort Kommunen sagen, dass die Kommunen nach wie vor, und das ist auch die einhellige Auffassung der kommunalen Familie, nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben so zu erfüllen, wie es notwendig ist. Und dass die Landesregierung zwar das ein oder andere kleine Sonderprogramm auflegt, was auch häufig vor allem mit Mitteln aus dem Bund finanziert wird, aber letztlich sich bis jetzt zumindest weigert, die Kommunalfinanzen dauerhaft auskömmlich auszustatten. Der Umgang mit den Kommunen, das hat ja mindestens mal die Diskussion auch um das starke Heimatgesetz gezeigt, das sogenannte starke Heimatgesetz, aber jetzt auch die Diskussion um die HGO-Novellierung. Der Umgang der Landesregierung mit den Kommunen ist sowieso unterirdisch und alles andere als partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Vielleicht